Das ist enorm. Wofür auch immer ich jetzt eine Leiter benötige. Eine Sehne. Perfekt. Dann gehen wir noch einmal zurück, dann gehen wir nochmal zurück, dann gehen wir nochmal zurück, dann gehen wir da einmal hin, dann nehmen wir die Armbrustsehne, spannen die Armbrustsehne da drauf. Ich wusste nicht, wie schwer es ist, eine Armbrust zu bedienen. Ich brauche Hilfe. Na toll. Jetzt habe ich zwar das Armbrust. Muss ich woanders zum Einsatz bringen. Das war wohl nix. Ich muss eine andere Lösung finden. Ich komme nicht daran. Mist. Ja, ja, du meinst das. Ja, super. Aber genau, ich komme da nicht ran, Jungs. Ich muss noch ein bisschen warten, bis der Tipp aufgeladen ist. Was will er mir denn jetzt damit sagen? Das müsste mein Tipp gleich voll sein. Da ist er. Also doch so. Jetzt haben wir eine Eichel. Das ist top. So, jetzt soll ich wieder nach unten. Ach so, pass mal auf. Dann nehme ich die Eichel, dann packe ich die Eichel da in die Erde. Dann schiebe ich die. Yeah-ho! Yeah-ho! Oh, da gebe ich doch mal ins Verlies. Perfekt. Was haben wir denn da? Eine Winde! Das Verlies ist voller Fallen. Ohne Karte betrete ich es sicherlich nicht. Man ist die Feige. Dann kann ich ja nur noch mal zurück. Was habe ich denn da gekriegt jetzt überhaupt? Eine Winde. Okay. Der Lappen bringt mir nichts. Die Leiter bringt mir nichts. Die Winde bringt mir nichts. That old lady has really bad breath. Ja, das soll mir jetzt. That old lady has really bad breath. Das ist okay. Und nun? Was wollte er mir damit sagen? Dass die alte Lady einen schlechten Atem hat. I don't like it. Kama, kama, kama. Kada. Schlabidu. Was haben wir denn da? Scharf und voller schwarzer Magie. Ich sollte vorsichtig damit sein. Dann nehmen wir doch mal den Lappen. So, dann kann man das auch mitnehmen. Kristallsplitter. Alright. Dann gehen wir da nochmal. Ich muss eine andere Lösung finden. Komm, ich erdolche jetzt die. Da ist nichts mehr. Schlosstor. Das war wohl nichts. Eine Winde. Ah, jetzt können wir das ganze Ding auch nochmal aufbauen. Dann kann ich den hier doch nicht. Bereit, jetzt brauche ich nur noch Munition. Ach so, ja, warte mal. Dann gehen wir noch einmal zurück. Dann gehen wir einmal hier hin. Dann holen wir uns. So, dann holen wir uns einmal den Armbrustbolzen. Perfekt. Dann gehen wir einmal wieder da rein. Dann gehen wir einmal da hin. Dann nehmen wir einmal den. Dann hauen wir den da einmal drauf. Und dann haben wir eine geladene Armbrust.
Dann Richtung Friedhof einmal wieder. Ich bin leider... Achso, guck mal hier. Und hepp. Hau bloß ab, du. Stärker als Eisen. Ich brauche einen sehr scharfen Gegenstand. Schnipp, 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 schnipp. Spinnenseide. Dann einmal ein Hemdchen. Thanks for saving me. I thought I was a goner. My twin brother is trapped in the dungeon. I came here to get this map. Can you help him? Ich werde mein Bestes tun, mein Freund. So, Lungs. Story! Sorceress cursed my entire kingdom. A poisonous fog descended upon the land. Thorny vines enveloped the walls of the castle and cities. Nightmarish monsters prowled the countryside. A mere handful of survivors escaped. I tried to stop her, but she was too powerful. I still remember the words she said. Only when our descendant accedes to the throne shall the curse be lifted. Ja. Na gut, dann sind wir ja schon mal ein Tickchen weitergekommen, würde ich behaupten. So, jetzt haben wir die Map. Das bedeutet für uns im Umkehrschluss, ich kann jetzt ins Verlies gehen. Moment halt. Wieso sitzt er denn jetzt da? Achso, die sitzen jetzt zusammen, die beiden. Anything I can do to help? Waiting here is driving me crazy. Tut es das? That old lady has really bad breath. Ja, die hat immer noch einen schlechten Atem. Sollte sie sich vielleicht mal Mentos einwerfen oder so. Das sagt mir jetzt viel. Geh nach links, geh nach rechts. Dann gehen wir mal nach rechts. Eine Sackgasse, ich bin sicherlich in die falsche Richtung gegangen. Offen felslich. Dann gehen wir mal nach links. Geht ja nicht anders. Ich meine, die Map sagt mir jetzt sehr viel, weil die Map sagt nämlich irgendwie für mich persönlich gar nichts aus. Achso, doch, hier ist ein V, hier ist ein V, aber da ist auch ein V. Guck mal, da ist ein Adler. Hier ist Adler, Adler. Das kann ich anheben, okay. Das kann ich auch wegmachen. Da kann ich auch aufmachen. Das ist der Faungang. Der Faungang, der Faungang. Haben wir denn hier irgendwie eine Kennzeichnung? Ein Schwan haben wir da. Okay, da haben wir den Schwan. Das würde bedeuten, wir müssen Adler gehen. Adler. Das ist V. Ich müsste aber zweimal eigentlich Adler gehen, wenn ich das so richtig verstehe. Zweimal Adler. Aber hier ist alles V, V. Dann gehe ich mal nach rechts. Vielleicht muss ich das auch so durchlatschen. Dann kommt hier Schwan. Ach, das ist ja nochmal Schwan. Da ist Schwan. Da haben wir einen Hebel. Moment, da war noch was. Ne, doch nicht. Achso, er wollte, dass ich nach links gehe. Da haben wir wieder Adler. Moment, hier war ich doch gerade eben schon, oder nicht? Ich bin jetzt nach rechts gegangen. Ich gehe jetzt mal nach links. Eine Sackgasse. Sicherlich ein anderer Weg. Dann gehen wir mal nach rechts. Eine Sackgasse. Okay, die beiden Wege bringen mir schon mal gar nichts. Das ist schon mal... Hä? Moment. Ich muss erstmal durch den Schwan gehen. Gut. Dann muss ich durch den Adler gehen. Das wäre so. Dann muss ich durch den V gehen. Dann muss ich durch den Schwan gehen. Ich muss eine andere Lösung finden. Warte mal. Das machen wir erstmal weg hier. Das machen wir mal weg da. Ah ja, guck mal. Da ist der Türmechanismus.
Bibliothek. Da habe ich V und Adler. Das war eine Sackgasse. Jetzt bin ich wieder am Anfang, okay? Warte mal. Ja, okay. Ah, jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück. So langsam macht's mich konfus. So, da lang, da lang. Da lang. Da lang. Dann da lang. Ah, fuck, Dreck. Da lang. Da. Da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang. Klingt komisch, ist aber so. So, hier ist nichts mehr, hier sind nur noch ein paar Ratten. Gehen wir mal gerade hoch. Betritt das Verlies des Schlosses der Dunkelheit. Ja. We all living in America. Rundstein. Diesen Ring könnte ich zum Flechten von Seilen verwenden. Das Seil ist sehr leicht. Ich sollte einen schweren Gegenstand am Ende befestigen. Das Seil herumzubinden könnte sich als schwierig erweisen. Das muss ich woanders zum Einsatz bringen. Aha, ich brauche also einen schweren Gegenstand. So wie das da zum Beispiel. Diese Runen kann ich nicht bewegen, aber die darum liegenden Runen lassen sich bewegen. Das ist eine Art Runenmagie. Leider fehlen ein paar Runen. Ja, da muss ich wohl ein paar Runen besorgen. So, da muss ich nochmal hier an mein geiles Seil. Dann muss ich das daran befestigen. Jetzt habe ich ein gut geknüpftes Seil. Das ist doch schon mal sehr viel wert. Die Säule ist sehr wackelig. Vielleicht kann ich sie umstoßen. Dann nehmen wir doch mal Seil mit Säule. Und... finde Runen! Eine Rune. Rune, 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 Rune. Rune, Rune, Rune. Rune. Rune, Rune. Eine Rune fehlt noch. Rune. Ein Runenset. Allerdings nicht mit dieser Lava überall. Schwesterverbrennung werde ich erleiden, wenn ich sie berühre. Na, dann lassen wir das doch mal lieber sein. Das bedeutet, wir dürfen jetzt ein Runenspiel spielen. Ordne die Runen an, so dass verbundene Runen ein gemeinsames Symbol haben. Was? Dass gemeinsame Runen ein verbundenes Symbol haben. Ach so, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Das wiederum, guck mal, das hier hat ein ähnliches Symbol. Die beiden. Und das wäre dann so. Dann würde das hier nämlich einen Weg ergeben. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal korrekt. Dann gehört die bestimmt da unten hin. Weil die sieht nämlich relativ ähnlich aus. Die da? Ne, die nicht. Warte mal, das. Diesen Schlitzblitz. Das ist dieser Schlitzblitz. Dann gehörst du dahin. Achso, weil du das im Arm. Du hast das Symbol. Aber du musst ein anderes Symbol haben. Das heißt, du gehörst dahin. Das würde bedeuten, der Point gehört dahin. Dann sind die auch miteinander verbunden.
Da gehörst du bestimmt da oben hin. Nein, du gehörst da oben nicht hin, wie ich das gerade so sehe. Nee, das gehört da eigentlich hin. Dann gehört das da hin. Nee, das gehört da nicht hin. Das kann da gar nicht hingehören. Moment, das ist ein Schlitzblitz. Das gehört dahin, aber das gehört nicht dahin. Da gehört ein anderes hin. Da gehört ein anderes hin. Da gehört ein anderes hin. Was gehört denn dahin? Da gehört irgendwie diese komische 7 hin. Das ist die da. Die gehört dahin. Die gehört dahin. Das ist eine Verbindung nach da. Das ist schon mal gut. Nichtsdestotrotz. Oder sollen nur die inneren Runen sich berühren irgendwie? So ganz habe ich das noch nicht begriffen. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. Shabba-da-boo. Schlabba-da-bada. Die Runen, dass die verbundenen Runen ein gemeinsames Symbol haben. Dass die verbundenen Runen. Ja, dann. Achso, du hast den Halbmond, okay. Die sind schon mal alle richtig miteinander verbunden. Das passt ja soweit schon mal. So, du hast dieses Blitzi-Symbol. Oder gibt es den Blitzi da nochmal irgendwo? Ja, den Blitzi gab es da. Aber da komme ich ja hier über den Kreis darüber. Dann habe ich hier, da habe ich den Point of Interests mit der 7. Da habe ich dann den Punkt. Das würde aber für mich im Umkehrschluss bedeuten, dass der Punkt eigentlich dahin gehört. Dann würde es bedeuten, dass das Ding dahin passt. Ah. Etwas blockiert seine Kehle und das ist höllisch heiß. Nö, nö. Ja, dann gehen wir einmal zurück. Das haben wir dann doch schon mal geschafft. So, das würde nämlich bedeuten, wir hatten ja hier vorne den Schildmacker. Da ist er. Das tun wir da einmal rein. Und der gibt mir seinen Speer. Yay! Das ist schon mal cool. Dann kann ich bestimmt jetzt den Kürbis ausschließen. Nein, doch nicht. Kann ich ihn beschmeißen? Nein, kann ich auch nicht. War ja nur so ein Gedanke. Muss ich jetzt in den komischen Schlund wieder runter? Bestimmt, ne? Das habe ich mir gedacht. Muss ich noch mal ins Verlies oder so? Will er mich denn jetzt hinjagen? Ja, er will mich ins Verlies jagen, tatsächlich. Ja. Ach so, hier. Ah. Das ist äußerst gut. So, hier haben wir hier. What? Flying keys? Now I've seen everything. Ja, ich dachte, das gibt nichts, ne? Und so. Der Kleine hatte eine Schleuder bei sich, als er gefangen genommen wurde. Fliegende Schlüssel. Ich dachte, dass es für mich nichts Neues zu entdecken gäbe. Hier wurde ein Flugzauber ausgesprochen. Das ist blöd. Ich bräuchte seine Zwille. Das ist natürlich ganz toll jetzt. Eigentlich muss ich ja dahin. Kann ich jetzt hier. Ne, das kann ich noch nicht. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Achso, hier. Stein und Zwille. So. Dann kann ich bestimmt mit Stein und Zwille die Schlüssel darunter bolzen. Irgendwo sind doch jetzt die Schlüssel gelandet, oder nicht?
Ah ja, sag ich doch. Schlüssel 12. Ah ja, ich muss wieder ein paar Schlüssel finden. Na gut, dann hole ich mal ein paar Schlüssel, ne? Da ist ein Schlüssel, da ist ein Schlüssel, da ist auch noch ein Schlüssel. Dann nehmen wir den Schlüssel noch mit hier. Weil so schön war, den Schlüssel noch. Dann packen wir den Schlüssel noch ein. Dann nehmen wir den Schlüssel da oben noch mit. Den Schlüssel nehmen wir uns noch. Da haben wir noch einen Schlüssel, den wir mitnehmen können. Da liegt noch ein Schlüssel rum und jetzt fehlt mir wieder nur noch einer und der liegt da. Schlüsselbund. So, dann können wir da hingehen und dann nehmen wir zack. Und dann holen wir Maestro da raus. Keine Sorge, ich helfe dir. Ich muss dir bloß das Hemd anziehen. Hey, thanks for getting me out of there, lady. I'll wait for you by the campfire. Danke. So, Wunderbärchen. Okay, der kommt dann dahin. So, er sitzt jetzt auch damit. Halt, da wollte ich nicht hin. Wo war's denn? Wo war's denn? Wo war's denn? Wo war's denn? Da, ne? War das nicht hier oben? Ja, da war's. So, dann nochmal Story. Curse turned my sons into swans and my daughter mute. With my last breath, I've cast a spell to protect the survivors during their escape from these accursed lands. I shall stay to die with my kingdom. The golden feathers containing this confession, I shall send flying on the arcane winds in the hope that they reach my children. I pray that someone, someday, finds a way to redeem us. Vergessene Geschichte. Folge der Geschichte mit Hilfe der goldenen Feder. Da gibt's einen Key. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Alright. Der Schwanenkönig hat seine Arbeit nicht zu Ende geführt, wenn ich bloß die anderen Zutaten finden könnte. Vor den Pilzen, vorletzte Zutat. Pilze, nicht zuerst und nicht als zweites, nach dem Saft. Die Zutaten sind sicherlich leicht zu beschaffen, ich sollte mich auf die Suche nach ihnen machen. Eine Spritze. It'll take me days to find these. I need someone who knows the forest like the back of his hand. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt. Und ein Schmelztiegel, okay. Da kann ich derzeitig nichts mehr machen. Da auch nicht. Gut, da muss ich dann... Ja. Da gibt's nichts mehr für mich. So. Achso, graue Pilze. Graue Pilze? Da. 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 Und wieder mal der letzte. Da ist er. So, da haben wir schon mal die grauen Pilze. Das ist schon mal viel wert. Weicher Boden. Der bringt mir da nichts. Die bringt mir da nichts. Da kann ich erstmal weiter noch nichts machen. Gut. An dieser Stelle werde ich dann aber wieder eine kurze Pause einlegen. Ob mich dann geistig auf den weiteren Abschnitt vorbereiten. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen mit dem Let's Play Grim Legends 2 Song of the Dark Swan. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich dann an dieser Stelle weitermachen werde. Ja, und bis dahin sage ich wie immer, ne? Wir sehen uns!